Neues mitgebracht, was jetzt aus der Büchse springt und euch sicher Freude bringt. Wollen wir wetten, liebe Leute, dass das kleine Volk auch heute Schabernack und Unfug treibt, bis kein Auge trocken bleibt. Jedenfalls, es ist soweit, trägt den Zeit mit Adelheid. Noch ein paar Namen, die Sie sich nicht merken müssen. Doch die Herren und die Damen haben sich mit Fleiß beflissen. Und Sie haben eine Bitte, streiten zwei sich und es kracht. Bitte sind Sie dann der Dritte, der darüber herzlich lacht. Endlich ist es nun soweit, Trinkenzeit mit Adelheid. Na gut, Nancy, wenn du keine Zeit hast zum Babysitten, vielleicht kann deine Schwester. So, sie hat auch ein Rendezvous. Was mache ich bloß? Na schön, trotzdem vielen Dank. Ich habe alle, die auf der Liste standen, angerufen. Keiner kann Babysitter spielen. Was machen wir denn bloß? Es ist schon so spät. Das Vorprogramm haben wir sowieso schon verpasst. Du hast doch Mr. Magoo noch nicht angerufen. Mr. Magoo? Na, wenn die anderen alle nicht können, müssen wir ihn nehmen. Keine Angst, die Versicherungsprämie ist bezahlt. Ach, immer wenn man unter der Dusche steht... Ja, doch, ich komm schon, ich hör's ja. Ach, diese klapprigen Hausschuhe. Ja, Magoo hier. Was heißt lauter sprechen? Ich schrei ja geradezu direkt in die Sprechmuschel. Ob ich bei Ihnen Babysitter spielen möchte? Ich komme sofort rüber und steck den süßen Bengel ins Bett, bevor er Flop sagen kann. Ach ja, Mr. Magoo, vielleicht sollten wir Ihnen noch etwas sagen, Gerald, betreffend. Verstehen Sie, wenn er mal muss, dann sagt er nicht... Weiß schon Bescheid. Ich sag auch nicht, wenn ich mal muss. So, und jetzt machen wir uns einen schönen Silvesterabend und dich bringen wir jetzt gleich zum lieben Sandmännchen. Dort triffst du dann deine ganzen Freunde, das Schneewittchen, den Wolf und das böse Rotkäppchen, Abraham Lincoln und die dicke Else Maxwell. Es geht nichts über einen guten Schlaf, mein Liebling. Dann fühlst du dich am nächsten Morgen so kraftvoll und bist glücklich wie ein klitzekleiner Hund. So, und jetzt bist du dran, mein Kleiner. Raus, raus. Komm, sei ein liebes Verwauchen. Jeder Hund hat instinktiv den Wunsch, draußen zu bleiben und den Besitz seines Herrn zu bewachen. Hör auf mit dem Radau, du Hund. Du sollst aufhören. Oh, diese altmodischen Küchenschränke. Ah, da steht ja die Milchflasche. Tun wir ruhig ein Eichen rein, die kleinen Bengel brauchen eine Menge Energie. So, dann schmeißen wir jetzt mal die Gulaschkanone an. Und jetzt den Schnuller drauf. Funktioniert auch nie. Damit wir das Plappermäulchen nicht verbrennen. Da ist dein Fläschchen, junger Mann. Schluck nur Schluck, gleich wirst du von den wunderschönsten Dingen träumen. Nun mach dein Bäuerchen. Oh, das war ja schon ein Gutsbesitzer. Du liebe Zeit, ist hier drin eine Hitze. Ist denn das normal? Moment, da ist irgendwo Feuer im Haus. Rettet das Kind, gib den Weg frei. Steh auf, Junge, hab keine Angst, mein Kleiner. Der alte Magoo rettet dich ganz bestimmt. Ah, die Feuerwehr kommt Gott sei Dank schon. Mach das Sprungtuch fertig. Gerald! Oh mein nein. Gott! Rette ihn! Mac, rette ihn! Wir kommen! Da ist noch jemand. Na, du willst aber hoch hinaus, mein Kleiner. Komm, komm. Oh, so lieb Zeit. Fertig, Männer? Ich springe jetzt. Ach, es ist eine kühle Nacht so ohne Hemd. Oh, sie haben das Netz nass werden lassen. Oh, mein kleines Baby, ist dir auch wirklich nichts passiert? Oh, ein netter Junge. Er hat das Haar seiner Mami. Oh, das ist ein mächtig kluger Hund. Fast so klug wie ein Mensch.
dass dem Kleinen nichts passiert ist. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar. Oh, bitte, gnädige Frau. Jeder gesittete Bürger, der irgendwann mal bei der Freiwilligen Feuerwehr war, hätte doch dasselbe getan. Obergottfried, Mann raubt Bank aus. Dem steht doch das Verbrechen schon im Gesicht geschrieben. Komisch, man sieht's doch immer gleich. Nein, nein, Megu kann man nicht für dumm verkaufen. Ich soll hier die Arbeitslosenunterstützung abarbeiten. Aber für die paar Pfennige schiebe ich den Mist nur unter den Teppich. Also, mein lieber Klondike, ich verlasse mich absolut auf Sie, während ich abwesend bin, verstanden? Diesen Käse hier habe ich heute von meiner Schwester aus der Schweiz geschickt gekriegt. Sehen Sie zu, dass er gewusst wie nicht in die Hände fällt. Seien Sie völlig unbesorgt, Major Minor. Ich weiß schon, was ich mit dieser Maus mache, wenn ich sie erwische. Gut, gut. Das Wichtigste ist, dass der Käse nicht riecht und die Maus anlockt, also tue ich ihn in den Kühlschrank. Welch ein Unstern scheint über uns, Mammut. Der Tisch ist gedeckt, die Geige gestimmt, aber die Speisekammer ist leer. Käse. Aha. Du hast recht, mein lieber Mammut. Käse, das heißt, wir müssen gehen. Vorwärts, Marsch, Mammut. Wenn die verflixte Maus wüsste, was sie hier erwartet, wenn sie herkommt. Diese Alarmanlage ist idiotensicher an jede Tür und jedes Fenster im Hause angeschlossen. Im Moment ist der Stecker noch nicht drin, also kann ich das Kabel ruhig anfassen. Aber wenn es erstmal in der Dose steckt, wenn es in der Dose drin wäre und ich würde es einfach so anfassen... Wie konnte das passieren? Ich weiß genau, es war nicht angeschlossen. Frag gewusst wie, sonst erfährst du es nie. Was denn? Die Maus ist hier? Ist ja entsetzlich. Ja, den Käse kriegt sie jedenfalls nicht. Nicht mal die frechste aller Mäuse kommt an den Kühlschrank ran, solange ich Klondike-Cat davor stehe. Sag niemals nie bei gewusst wie. Und nun? Zur Tür hinaus und in den Käse hinein. Nur nicht so hastig, Frau Gevatter, wenn ich bitten darf. Den Käse vom Major nimmst du nicht. Raffiniert, ja, aber nicht raffiniert genug für Klondike Cat, meine Liebe. Ich weiß, was ich mit der Maus mache, wenn ich sie erwische. Da ist erstmal die Vase, die Blumen kommen noch. Ah, jetzt weiß ich endlich, was ich mit der Maus mache. Oh. Oh. Bleib stehen oder ich schieße. Jetzt erlebst du was, du miese Maus. Jetzt schieße ich dich durch Sonne, Mond und Sterne. Oh, solches würde ich nicht tun. Warum nicht? Spätestens, wenn ich bei der Sonne vorbeifliege, wird der Käse weich und fällt herunter auf die liebe Mutter Erde. Auch wenn er aus der Schweiz kommt, das wird ihm nicht gut tun. Ach, du, du. Oh, der Käse. Der Käse. Nein, bitte nicht! Klondike Cat fängt immer seine Maus. Hat mir doch so ein Stinker mit seinem Auspuff die schönen Sonnenblumen schwarz gefärbt. Nun wieder ein Genuss für die Freunde, schöne Dichtkunst. Heute etwas für die Katzenfreunde.
Das Gedicht heißt, ich liebe das kleine Kätzchen. Wo ist es? Da drüben, aber es geht ihm gar nicht gut. Also das Gedicht. Ich lieb das kleine Kätzchen mit seinen allerliebsten Tätzchen und tut's mich auch manchmal kratzen mit seinen kleinen... Da. Rocky, was soll das? Das ist ein Tiger. Ja, ich weiß. Aber die kleinen Kätzchen waren im Moment aus. Na gut, ich... Und zieh ich sie am Schwänzchen, macht sie ein kleines Tänzchen. Springt fauchend in die Höhe, macht dazu nicht Dullieu. Das gehört doch bestimmt nicht zum Gedicht. Nein, aber der Tiger gehörte ja auch nicht dazu. Dabei liebt er so die Literatur, er verschlingt sie ja geradezu. Ja, immer noch besser die Literatur als mich. Hätten Sie gedacht, dass ich Kontaktschwierigkeiten haben könnte, wo ich so eine Frohnatur bin? Also das muss ich Ihnen zwischendurch ja mal schnell sagen. Für die Herren Richter und Staatsanwälte wird ja heutzutage der Gesetzesdschungel immer dschungeliger. Warum? Na, weil es immer mehr Strolche gibt, die sich als ehrbare Geschäftsleute ausgeben. Also okay, Leute, wir sind alle rechtsmäßige Geschäftsleute, verstanden? Du zum Beispiel, Sharky, was machst du, hm? Ich fabriziere Schlankheitsjoghurt, Boss. Sehr gut. Und du betreibst ein Blumengeschäft, nicht wahr, Spike? Richtig, okay, ja, so ist es. Und du hast eine Puppenklinik, stimmt's, Goon? Ja, genau. Und du machst Zeichentrickfilme, stimmt's, Feng? Ja, sehr schöne. Na, bestens wunderbar, Jungs. Ihr gehört ja alle direkt in die Handelskammer. Es ist gut so, denn ich habe eine große Überraschung für euch. Der alleroberste Boss kommt heute vorbei. Der alleroberste Boss? Der ganz große Boss, wirklich, Ed? Der große Boss kommt, ja. Den haben wir noch nie gesehen. Ja eben, wie sieht der denn aus? Ich weiß auch nicht genau, aber seht ihn euch genau an. Er muss jede Minute hier sein. Gibt's denn hier keinen Wegweiser im Haus? Ah, da ist er ja. Pfadfinder-Versammlungsraum im 7. Stock. Nach oben, ja? Ach, ich weiß, wer Sie sind, Sir. Natürlich, Sie sind mein Nachbar, der eben das Baby bekommen hat. Oh, eine gute Zigarre. Meine besten Glückwünsche. Ach, da ist mein Stockwerk. Und eine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Sie soll viel Brennnesselsaft trinken. Oh. Explosionszigarre. Hätte nie geglaubt, dass der so einen komischen Humor hat. Wenn er euch auch komisch vorkommt, nicht vergessen, Jungs. Er ist der Boss. So, da bin ich nun endlich, Jungs. Also als erstes muss ich euch gleich ein Kompliment machen über eure schönen neuen Uniformen. Er meint, dass wir uns wie richtige Geschäftsleute anziehen. Also im Prinzip bin ich bereit, die Gruppe 27 aufzunehmen. Natürlich unter gewissen Bedingungen. Oh. Also packt eure Ausrüstung aus. Oh ja, gern, Boss. Inzwischen lauern am anderen Ende der Stadt andere böse Elemente. Die Schurken haben sich im Südseite-Sozialclub zusammengetan. Ich hoffe, ihr gebt euer Bestes, Jungs. Ich sage immer richtig machen oder überhaupt nicht. Aber, Jungs, warum denn so wild? Macht nur weiter mit eurem fröhlichen Wettbewerb. Was? Aber, Boss, wir haben doch schon längst gewonnen. Na, das nenne ich aber gute Arbeit, Jungs. Da sieht man mal wieder, was ihr könnt, wenn ihr nur wollt. Und mit der richtigen Ausrüstung. Und weil wir gerade so schön dabei sind, fahren wir gleich zur Gruppe 33. Also, wenn ich nicht genau wüsste, dass wir bei den Pfadfindern sind, würde ich meinen, wir wären im Schützengraben. Na, fantastisch, Jungs. Ihr zeigt bei der Gruppe 50, wie wir Feuer fangen. So, Jungs, die Übung ist vorbei und jetzt wollen wir mal lernen, wie man einen Knoten macht. Sehr gut, sehr gut. Der geht so leicht nicht wieder auf. Wo denn jetzt noch hin, Boss? Die anderen sind alle vor uns getürmt, das hat sich rumgesprochen. Ihr habt eine Belohnung verdient. Wir fahren jetzt zum Automatenrestaurant und da kaufe ich euch was Schönes. Oh, was für eine hübsche Kellnerin, Jungs. Hallo, Fräulein. Die Jungs haben einen harten Tag hinter sich. Die haben sich was ganz besonders Gutes verdient. Ach, es ist doch was Hübsches, Pfadfinderboss zu sein, Megu, und nochmal mit Jung zu sein. Ich geb's nicht auf, neulich hatte ich keinen Film drin. Aber das ist wurscht.
Jetzt aufgepasst, nun lernen Sie, wie man Staubsauger verkauft. So ist es, meine Lieben. Es geht also darum, wie man Staubsauger verkauft und damit Geld verdient. Die zwei wichtigsten Requisiten bei diesem Unternehmen sind der Kunde und der Verkäufer. Der Kunde, auch Opfer genannt, wohnt normalerweise in einem Haus wie dem da. Der Verkäufer hat nur ein einziges Ziel, in das Haus zu gelangen. Und nun Regel Nummer 1. Stellen Sie den Fuß immer in die Tür des Kunden. Guten Morgen, gnädige Frau, Sie haben doch bestimmt Interesse, gell? Nein, haben Sie nicht? Regel Nummer 2. Man suche sich eine Tür, in die man auch den Fuß stellen kann. Guten Morgen, Herr Kunde. Hätten Sie was dazwischen, wenn ich meinen Fuß gegen... Regel Nummer 3. Vergessen Sie die Regeln 1 und 2. Und vergessen Sie auch, durch die Tür reinkommen zu wollen. Und suchen Sie nach einer anderen Lösung. Zum Beispiel ein Fenster. Nach Möglichkeit ein offenes Fenster. Schauen Sie sich den Dreck an, den Sie gemacht haben. Oh, das haben wir gleich. Dafür bin ich ja hier, werter Herr. Das ist die Spezialdüse. Sie kann nicht nur aufräumen, sondern auch aufdrecken, guter Mann. Aber nun schalte ich für Sie den Rückwärtsgang ein und sauge alles Sichtbare auf. Da schau mal, einer, der die Wahrheit sagt. Alles weg, sogar der Verkäufer. Das ist das richtige Modell für meine Frau. Und da heißt es immer, wir Frauen sind die Dämlichen beim Verkehr. Dabei, was ich jetzt mache, ist doch ausgesprochen clever. Da schneiden Sie sich mal was von ab. Im schönen Kanada flogen die Schmetterlinge und schwammen die Fische. Und auch Dudley Do-Right schwamm im Fluss. Aber in so eine Idylle platzt ja immer einer rein. In dem Fall war es Snidely Whiplash, der Erzschurke des Nordwestens. So, Homer, endlich sind wir diesen Do-Right los. Wieso los? Wie ich sehe, ist das nur Dudleys Uniform. Er steckt doch gar nicht drin. Ja, meinst du vielleicht, ich weiß das nicht. Aber wie immer hast du natürlich nicht den richtigen Riecher. Wieso? Riecht die Uniform nach irgendwas? Was bist du bloß für ein Quatschkopf? Do-Right kann doch ohne seine Uniform nichts mehr unternehmen. Verstehe ich immer noch nicht. Ohne Uniform ist ein Mountie doch kein Mountie mehr. Durch die Uniform wird aus einem Menschen erst ein Mountie. Und darum gibt es kein größeres Unglück, als plötzlich keine Uniform mehr zu haben. Ist das so? Das ist so. Ach, was gibt es Schöneres, als an einem schönen Frühlingstag im hübschen Kanada zu schwimmen? Sowas, meine Uniform scheint zu fehlen. Wie kommt das? Entsetzlich. Sie kann doch nicht weg sein. Dann wär's mit dem Mountie aus. Was ist ein Mountie ohne Uniform? Nein, welches Missgeschick. Gestern noch königlich-kanadischer Mountie. Heute schon ein Wesen des Waldes. Was bleibt einem da übrig, als in die Luft zu gehen? Ja, so kann das Schicksal zuschlagen. Der arme Dudley musste nun seine Tage im Wald verbringen und auch die Monate. Und da wuchs Gott sei Dank sein Bart. Jetzt, wo Dudley weg ist, können wir mit unseren Plänen weitermachen. Ja, wir schnappen uns Nell Fenwick und erpressen ein Lösegeld. Ich glaube gar nicht, dass du mich dafür wirst haben wollen, Whiplash. Mir geht's nämlich in letzter Zeit gar nicht gut. Wieso? Was hast du, Homer? Ich sehe immer so Sachen. Schreckliche Gesichter mit vielen Haaren. Da ist es wieder! Das sind nur Halluzinationen. Nichts, worum man sich Gedanken machen muss. Kaum hatte der bärtige Dudley von dem üblen Plan gehört, eilte er, den Inspektor zu warnen. Es war ihm wurscht, dass er keine Uniform anhatte. Inspektor, Inspektor! Der Wolfsmensch, schnapp die Jungens! Wirklich, das abscheulichste Wesen, das ich je gesehen habe. So wurde die liebliche Nell eine leichte Beute für den üblen Snidely. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass ihm zwei argwöhnische Augen folgten. Oh. Was ist denn nun schon wieder, Homer? Da war wieder der haarige Kerl. Ich hab dir doch gesagt, das sind nur Halluzinationen. Eine haarige Halluzination. Ich verlang vom Inspektor 50.000 für sein Töchterchen. Aber natürlich war da der Waldschrat zur Stelle. Werden Sie wohl Ihre haarigen Finger wegnehmen? Aber ich muss den Strick anfassen, wenn ich dich befreie. Wie kann ich Sie bloß überzeugen, dass ich Dudley bin? Ach, sie wird sich an meine göttliche Tenorstimme erinnern. So hör doch. Mamas kleines Babyli-Pudding, Li-Pudding, Mamas kleines Babyli-Pudding. Oh, du bist ja Dudley Do-Right, aber du bist seit 5 Monaten verschollen. Ja, ich habe keine Uniform. Oh ja, das sehe ich. Und die goldene Regel heißt, erst die Uniform macht aus einem Menschen einen Mountie. Komm, ich geleite dich ins Camp. Dort will ich meinem Vater berichten, wie du mich befreit hast. Das wird sicher einen positiven Einfluss auf deinen Fall haben. Da bin ich nicht so sicher, die Vorschriften sind hart. Nell, liebste Nell, da bist du ja wieder. Kommt schnell, Männer, der Wolfsmensch, bringt ihn hinter Gitter. Aber Vater, das ist Dudley Do-Right. Unsinn, Dudley war ein ganz glatt rasierter Bursche. Aber Vater, Dudley, ich habe Vater noch nicht überzeugen können, aber dafür habe ich dir was mitgebracht. Meine Uniform und dein Rasiermesser. Dudley, jetzt bist du wieder so schön wie früher. Vater, komm her. Gütiger Himmel, du bist tatsächlich Dudley Do-Right. Na, dann lassen Sie mich raus, Sir. Das kann ich nicht. Sie hatten Ihre Uniform verloren. Es gibt nur einen Weg, die Schmach abzuwaschen. Bringen Sie mir den bösen Snidely Whiplash her. Zu Befehl, Sir. Inspektor. Ha? Dudley, haben Sie Snidely Whiplash geschnappt? Noch viel besser, Inspektor. Schauen Sie her, ich habe seine Kleidung geschnappt. Und das mir bei dieser Hundekälte. Ein bisschen sehr realistisch, finden Sie nicht auch? Oh,
Oho, wir fahren heim, heim und immer wieder heim, tralala. Wie schön ist es zu verreisen und wie schön wieder heimzukommen. Und ganz genau nach Fahrplan, am Mittwoch, den 25. Oho, Mittwoch, den 25? Na sowas, da habe ich heute Geburtstag. Ich bin gespannt, ob Charlie dran gedacht hat. Nein, ich glaube es nicht. Ich freue mich, dass ich Geburtstag habe. Charlie! Mist! Ich bin wieder da, Charlie. Hallo, Charlie. Komm und hilf mir beim Gepäck abladen. Da ist ein Bulle vorgefahren, als alter Mann verkleidet. Ich wette mit euch, der will uns hopp nehmen. Das sieht Charlie ähnlich. Wieder kein Rasen gemäht. Warte, nicht gleich losballern. Vielleicht können wir ihn sonst irgendwie wieder rausekeln. Nanü. Irgendwas stimmt hier nicht. Oho, ich kann's mir denken. Eine Willkommensüberraschungsparty. Das sind aber üble Scherze. Heute ist doch nicht der 1. April. Naja, die Tür muss eben einfach mal geölt werden. Ach, du brauchst doch nicht mehr zu jammern, Cäsar. Herrchen ist doch wieder zu Hause, gutes Hundchen. Da. Mistel McGlue! Böllerschüsse. Und diese zauberhafte Dekoration überall, das sieht mir aber sehr nach einer Überraschungsparty aus, Leute. Wer soll seine Überraschung kriegen, der alte Knacker? Na bitte, was hab ich gesagt? Die Überraschung ist dir gelungen, Charlie. Aber ich hab so etwas geahnt. Waldo, du hast wieder nicht ordentlich gegessen, während ich weg war. Oh, Charlie, du Schuft, du, aber es war eine reizende Idee von dir, diese Party für mich zu machen. Nein, du musst dich ja gar nicht entschuldigen, Charlie. Ich finde es einfach zauberhaft, ehrlich. Der alte Büffel ist doch kein bisschen erschrocken, also los, mach ihn fertig. Nachbarn beschweren sich über unzumutbaren Krach am Rumpelstilzchenweg. Bitte nachsehen. Ende. Wir sind unterwegs. Ende. Wie wär's denn mit ein paar netten, unterhaltsamen Spielen? Zum Beispiel mit... Oh nein, ihr Gangster, das war nun wirklich nicht nötig. Und viel zu viele Kerzen? Nein, so alt bin ich noch nicht. Oh, fast hätte ich vergessen, mir was zu wünschen. Was wünsche ich mir denn? So auf Anhieb fällt mir nichts ein. Oh ja, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ich immer so liebe Freunde haben möge, wie ihr es seid, Freunde. Wenn ich euch nur von Weitem sehe, wird's mir da drin immer gleich so warm. Dieser verdammte Kerl ist doch einfach nicht umzubringen. Was machen wir bloß? Ich weiß auch nicht, da stimmt doch irgendwas nicht. Lass uns schnell verschwinden. Halt! Ihr seid alle verhaftet. Wenn das kein Funk ist. Blütenede mit Maschinchen und kompletter Hilfstruppe. Nein, Charlie. Bevor wir die Torte anschneiden, spielen wir noch Mach den Schwanz an den Esel. Muss bloß heimblingen, sonst passiert noch Mehl. Na, wie stehen die Achseln, Charlie? Hab ich's bald? Gut, bloß. Ja, gleich sind wir aus dem Schneider, gleich sind wir draußen. Sag ich's nicht, aber wo ist der Witz dabei? Vielen Dank auch für die dufte Party-Opa. Oh, aber ich bitte euch, ich muss mich bedanken. Auf Wiedersehen. Oh, Charlie, guck dir doch bloß diese vielen, vielen Karten an. Ich bin ja direkt gerührt. Hör zu, Charlie, der ist besonders nett. Viele Grüße und die erfolgreichsten und besten Wünsche zu deinem 39. Geburtstag. Unterschrift Max. Oh, diese Geburtstage sind schon was Schlimmes. Alle sind so lieb und rührend zu einem. Das ist mehr, als ein Mann ertragen kann. Ja. Ach, du großer Schreck, da kommt er schon. Abelheidens Luftballon. Und der lange Strick, da ist die Leiter. In das Ding, es geht nicht weiter. Nicht für immer, nur für heut. Adelheid kommt wieder, Leut. Wird auf alles eingesackt. In den Beutel und verpackt. Tisch und Bord für Apparat. Hört, was sie zu sagen hat. Wird's Herz dir schwer, Tankheiterkeit? Beim nächsten Mal mit Adelheid.